Hallo und willkommen zurück zu einer Runde Showdown. Dieses Mal mit einem Herausforderer, den ich herausgefordert habe. Egal. Er hat mich angeschrieben einmal und dann irgendwann habe ich ihn herausgefordert, weil warum? So. Auf jeden Fall spielen wir gegen Jegor. Ich weiß es gerade nicht, wie er bei YouTube heißt. Ich werde ihn aber, wenn er Videos macht, in der Beschreibung verlinken. Auf jeden Fall steht sein YouTube-Name dann ja eh im Titel. Ich habe mir wieder ein Random-Team gemacht. Und ich habe Panik. Mein halbes Team hat eine Feuerschwäche. Ich starte einfach mal mit... Verdammt, ich habe niemanden... Ich habe keinen Spinner, das ist kacke bei diesem Team. Egal. Ich starte mit Pandir. Ich habe irgendwie überhaupt gar keine Chance gegen dieses Ferrothorn. Ich wüsste jetzt aktuell nicht, wie ich das loswerden sollte. In den Fake-Out werde ich auf jeden Fall nicht gehen. Ich wechsle hier rüber in Smetbo. Und werde als Anfang mich hier langsam hochzuboosten im Quaver Dance. Während er hier seine Entry-Hazards legt. Aua, 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 aua. Aber so ein geboostetes Smetbo will man auch nicht unbedingt als Gegner sehen. Na toll, Para. Ist mir jetzt aber eigentlich relativ egal. Ich bin jetzt eh wieder auf normalem Speed. Und wenn ich keine Full Para krieg, wobei die Hex eigentlich immer gegen mich sind, ich eigentlich durchgehend Full Para krieg, dann sollte ich hier eigentlich ganz gut mit klarkommen können. Ich booste mich jetzt einfach immer und immer höher. Irgendwann wird er schon auswechseln. Verdammt, Full Para. Er geht in Sonntag. Okay, das verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber okay. Ich gehe hier dann in ein Käfergebrumm. Das sollte jetzt bei plus 3 schon... plus 3, bei... plus 4 zu 4 ganz schön Schaden machen. Okay, Smetbo hat Go-Goat one-hitted. Das ist heftig. So, erster Kill für Smetbo. Gehe ich in Gigadrain. Ich gehe in Schlafpuder. Eindeutig Schlafpuder. Oh Gott. Das hätte wehtun können. Das hätte sehr wehtun können. Ich will jetzt aber nicht gierig sein und noch in Quiver Dance gehen. Also gehe ich direkt wieder im Käfergebrumm. Und natürlich trifft es nicht. Natürlich trifft es nicht. Okay, das war's für Smetbo. Das arme Smetbo. So, dann gehe ich jetzt direkt in mein physisch offensives Nachtara. Hat auch eine gute physische Defensive. Also wollen wir mal gucken, wie wir den hier tanken können. Aua. Okay, das hat jetzt weniger Schaden gemacht. Also ich dachte kurz, er geht hier in Tempo, aber es war immer Bullet Punch. So, dann wollen wir hier mal, weil ich schätze mal, er predicted hier den Protect. Also gehe ich hier in den Fluch. Ja, er hat den Protect predicted. Hier kommt mein Fluch. Das wird meine Innen zwar unglaublich in den Keller senken, aber meine Attack und Defense steigen. Und das ist sehr praktisch auf diesem Set, wobei ich gerade sehe, dass ich nur einen Angriff habe. Egal. Das passt schon. Er hat sich selber paralysiert. So ein Idiot. So, und dann wollen wir mal gucken. Ich hoffe mal, er greift mich jetzt an. Dann kann ich nämlich mit einem Sucker Punch reinhauen. Okay, er wollte angreifen. Das ist sehr gut. Okay, dieses Brick Break macht keinen Schaden. Es macht überhaupt keinen Schaden. Dann kann ich ja noch weiter runterfluchen. Okay, diese Runde war für beide ziemlich nutzlos. Ich habe nur ein bisschen Cover bekommen, also war es für mich nützlich als für ihn. Und es passiert nichts und ich bin wieder voll geheilt. Die Hex lieben uns. Double Edge. Ja, okay, damit kann ich leben. Damit zerstört er sich eigentlich nur selber, denn ich habe ja noch meine Recovery Moves drauf. Und ich kann mich immer noch weiter hochboosten. Und je weiter ich hochgeboostet bin, desto unangenehmer wird es für ihn. So. Wobei, ich rechne schon damit, dass er jetzt rüberwechselt in sein Tentantel. Da dieses, oh, Conkeldurr. Okay, damit habe ich persönlich jetzt gerade nicht so gerechnet. Aber macht schon irgendwie Sinn. Obwohl ich viel zu viel Defense mittlerweile habe. Aber wenn er meint, ich gehe hier einfach direkt mal in einen Wish. Und ich will einfach mal gucken, wie viel Schaden er mir macht. Ein One-Hit wird es jetzt mit Garantie nicht mehr. Mit so einer verdreifachen Defense und einer Defense von 319. Nein, das wird eindeutig kein One-Hit. Okay, mit diesem Schaden kann ich leben. Natürlich kriege ich wieder die Full-Para.
hätte ja auch nicht irgendwie was anderes mal kommen können oder so. Da kommt mein Wish und ich gehe hier dann direkt wieder in den Sucker Punch. Und der ist resisted und macht trotzdem ziemlich viel Schaden. So. Der Nachteil an diesem Set ist jetzt halt, dass ich viel zu wenig AP habe. Ich hätte vielleicht doch noch eine andere Attacke mit reinnehmen sollen, aber ist jetzt halt so gekommen. Ich habe das halt random gemacht und dann gerade nicht so drüber nachgedacht, wie ich mir das erstelle. So. Sucker Punch, ich denke schon. Ja, macht genug Schaden auf jeden Fall. Also dieses Nachtara ist gerade ziemlich, ein ziemliches Monster. Er könnte mich eigentlich ziemlich leicht outplayen, indem er hier nur ein bisschen rumwechselt, dann könnte ich mit meinem Sucker Punch treffen. Da wechselt er wieder rüber in Hitmontop. Und, gehe ich hier in den Wish? Ja, ich glaube schon, ich gehe jetzt in den Wish. Und, da jetzt gerade sieht, dass er mir keinen Schaden machen kann, wechsle ich jetzt rüber in Staraptor und hoffe, dass er nicht angreift. Sondern irgendwie wechselt oder sowas. Bullet Punch, okay, damit kann ich auch leben, denn jetzt kommt der Wish und ich krieg wieder den Full Heal. So, ich bin gechoice-banded und ein choice-banded Wavebird sollte ziemlich viel Schaden machen. Der ist gesashed. Ein gesashed, das habe ich auch noch nie gesehen. Stone Edge, aua. Gesashed ist. Nie gesehen. So, aber dieses wird jetzt von meinem Pandir, das dann auch einen Kill bekommt, ausgenockt werden mit einem Fake-Out. Damit hat Pandir seinen ersten Kill. Ich bin überrascht, dass ich mit diesem Team überhaupt was reißen kann. Aber er hat noch kein Feuer-Pokémon im Team. Damit kann ich schon irgendwie verstehen, dass meine Feuerschwäche nicht so viel ausmacht. Nur die Entry-Hazards sind jetzt ein bisschen scheiße. Denn Jan Mega, Butterfree, also Smetbo und alles, die haben ziemliche Probleme damit. Ich wechsle jetzt hier in mein, ich weiß gar nicht, wie es im Deutschen heißt, mein Lilligant, und gehe hier in eine Stachelspore. Die Stachelspore trifft sogar mal, das sieht man ja selten, und Ice Punch. Okay. Dann hole ich Ambryon wieder rein. Ich glaube, ich hole Ambryon wieder rein. Aber nur, um Jan Mega gleich voll zu healen. Erstmal möchte ich mich selber nochmal heilen. Wick Break, aua. Okay. Ich denke mal nicht, dass das noch so gut für mich ausgehen wird. Außerdem ist Jan Mega sweept jetzt sein Team. Air Slash. Okay, Conkeldu ist raus. Ich bin gelife-orb, das wird hier nichts. Speed Boost. Oh, hallo, Whiscash. Giga Drain. Ha! Full Heal. Okay, es könnte doch noch was werden, wenn ich mir das mal so angucke. Wenigstens ist es jetzt nicht mehr so ein peinlicher 4-0-Sieg. Für ihn. 4-0 Liga-Lage ist ein bisschen kacke. So, Jan Mega. Ich könnte jetzt flinchen. Ich könnte auf den Flinch hoffen. Und ich habe auch irgendwie keine andere Wahl. Flinch, 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 Flinch. Thunderwave, aua. Das verkrüppelt mir meinen Mann Jan Mega ziemlich. Aber Flinch, 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 Flinch. Komm schon, verdammt, Para. Er legt mehr Spikes? Okay, ich verstehe das jetzt nicht. Aber egal. Ich mache diesen Verursachung genug Schaden. Oh, Miltank. Hallo, Miltank. Moment. Das sieht so aus, als würde Jan Mega das hier noch reißen. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass Jan Mega hier das wirklich noch irgendwie in irgendeiner Art und Weise reißen könnte. Aber es scheint ja zu funktionieren mit diesem voll offensiven Set. Und dem Giga Drain, ohne diesen Giga Drain wäre das hier nichts mehr geworden. Der Giga Drain hat mir sozusagen das Leben gerettet. Außerdem bin ich jetzt auch nicht mehr besonders langsam durch die vielen Speed Boosts und Critical Hit. Komm schon, Flinch. Flinch. Ja, flincht. So, wenn ich jetzt durchkomme, dann habe ich gewonnen. Ja, GG. Das war ein sehr knapper Jan Mega Sweep Win. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Und ja, also ich, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr dem Video einen Daumen hoch geben. Ich freue mich über jeden Kommentar und lese diese auch alle. Und wir sind beim nächsten Mal wieder bei Pokémon Showdown. Bis dahin. Ciao.